Südwestlich von Hannover liegt Barsinghausen am Deister. Ein Ort mit etwa 11.500 Einwohnern. Hier geht die norddeutsche Tiefebene in eine Hügel- und Berglandschaft über. Der Deister ist der erste zusammenhängende, bewaldete Höhenzug. Barsinghausen, dem wir uns auf Autobahn und Landstraße rasch nähern, hat vor etwa 2 Jahren einen tiefen Eingriff in sein Wirtschaftsleben dulden müssen. Die Steinkohlenzeche wurde geschlossen. Das Problem, auf welche Weise man ein unrentables Bergwerk stilllegt, wird sich noch vielfach wiederholen. Uns interessiert, wie es hier gemacht worden war. Barsinghausen bietet sich unserem Blick als ein in Jahrhunderten organisch gewachsener Flecken dar. Etwa 350 Jahre lang war die Erwerbsquelle der Einwohner die Kohle. Sie schien unerschöpflich. Doch in den letzten Jahren wurden die Abbauverhältnisse immer schwieriger. Die Wasserzuflüsse nahmen überhand. Die Strecken unter Tage wurden so lang, dass die reine Arbeitszeit immer kürzer wurde. Dazu kam die teilweise sehr geringe Mächtigkeit der Flöze. Alle diese Faktoren führten zu dem Entschluss, die Grube zuzumachen. Schlägel und Eisen sowie der alte Bergmannsgruß erinnern noch an die Tradition des Ortes. Auch diese Straßennamen weisen darauf hin. Lehrer Wolf erzählt im heimatkundlichen Unterricht. Die Bevölkerung Barsinghausens hat im Laufe der Jahrhunderte öfters die Beschäftigung gewechselt. Diese Erwerbsquelle ist landschafts- und bodengebunden. Wir haben den großen Wald, die Sandsteinunterlage und unter dem Sandstein Kohlenflöße. Diese ganze Entwicklung kommt sinnvoll zum Ausdruck in dem Barsinghäuser Wappen. In der oberen Hälfte der springende Hirsch im grünen Feld, Wald und Wildreichtum. In der linken unteren Seite ein Symbol, ein Sinnbild der Steinmetzzeit, die von 1650 bis 1850 in großer Blüte stand, ein Mahlstein. Und auf der rechten Seite Hammer und Schlägel als Sinnbild des Bergmanns, ein Zeichen des Bergbaus. Als der Bergbau im Jahr 1856 rentabel gestaltet wurde in Barsinghausen, da wurden diese Sandsteinbrüche verlassen und sie sind heute zusammengefallen. Diese neue Zeit, die in Barsinghausen herauskommt, veränderte auch das Landschaftsbild. Neue Gebäude entstanden, Bergwerkssiedlungen, Bergmänner haben sich Häuser gebaut und die Berginhalde war ein Symbol des Fleißes. Als dann dieser Abbau stollenmäßig, das heißt nach der waagrechten Seite hin erfolgte, da begann ein Aufblühen der Gemeinde und der Wohlstand hat sich sichtlich gehoben. Wessen Väter haben im Bergbau gearbeitet? Also wisst ihr Bescheid. Und im Jahr 1957 wurde diese Tätigkeit des Bergbaubetriebes endgültig eingestellt. 1957 war Schluss. Die Förderung der Deisterkohle war zu teuer geworden, die Räder blieben stehen. Die Pumpen wurden stillgesetzt, die Grube soff ab. Die letzte Schicht wurde gefahren. Die Signale verhallten, die Grubenlichter erloschen. 2000 Bergleuten drohte Arbeitslosigkeit.
Erregung, Enttäuschung und Niedergeschlagenheit bemächtigte sich der Menschen. Das Todesurteil für die Kohlenschächte wurde nicht revidiert. Der Abbruch der Zechengebäude begann. Die Zerstörung war gründlich, um Raum für Fabriken mit neuen Arbeitsplätzen zu schaffen. Basinghausen sollte kein Notstandsgebiet werden. Zusammen mit anderen maßgeblichen Stellen hat Herr Direktor Remmicke dies verhindert. Die Stilllegung des Steinkohlenbergwerks Basinghausen erfolgte aus bergbaulichen, sozialpolitischen und wirtschaftlichen Gründen. Es gab im ganzen Bergbau kein Beispiel für gleichgelagerte Verhältnisse, an das wir uns anlehnen konnten. Vorstand, Werksleitung und Betriebsrat standen deshalb vor weiten, verantwortungsvollen Aufgaben. Unser oberster Grundsatz war die Wahrung der persönlichen Freizügigkeit jedes Einzelnen und die Wahrung seiner individuellen Belange und Interessen. In Basinghausen ließen sich nieder ein Werk für Automobilteile, eines für Küchenmaschinen und eine Keksfabrik. Durch umfangreiche Neu- und Umbauten entstanden die Fertigungsstätten dieser neuen Industrien. Bergleute, die hier am Deister noch einen Stand verkörperten, zogen nun umgeschult und angelernt in diese hellen, hohen und geräumigen Hallen ein. Der Arbeitsplatzwechsel aus dem Dunkel und der Enge des Kohlenstrebs in die weite Werkhalle mit den Maschinen war eine gewaltige Umstellung. Wie haben Sie sich eingewöhnt, fragten wir einen ehemaligen Bergmann. Warum? Weil hier der Schacht zugemacht worden ist und eine neue Industrie hergekommen. Und da habe ich und viele meiner Kollegen, 300 Stück, noch mehr neue Arbeitsstätte gefunden. Uns gefällt es ganz gut hier. Und die Wohnung haben wir ja auch hier in Basinghausen. Da sind wir froh, dass wir da nicht nach dem Ruhrgebiet wandern brauchten. Und sein Kollege an der Maschine nebenan sagte uns: Ich war hier 16 Jahre als Bergmann tätig. Und von diesen 16 Jahren, da habe ich 6 Jahre für Kohle gearbeitet, 10 Jahre als Lokführer, bis dann die Umschulung erfolgte, in diesem heutigen Werk, wo wir beschäftigt sind. Die Umschulung selbst, die dauerte 4 Wochen. Und nach der Umschulung, da wurden wir an einzelnen Maschinen zugeteilt, wo wir heute nun beschäftigt sind und unser Geld verdienen. Wir verdienen etwas weniger wie seinerzeit bei dem Bergbau, aber das macht nichts. Während meiner bergmännischen Tätigkeit habe ich mir ein Häuschen hier erworben und ich gedenke, dass ich mein Lebensabend hier verbringen kann. Und was meint seine Frau dazu? Also ich bin froh, dass es so geblieben ist mit unserer Arbeitsstelle, denn es konnte ja leicht sein, dass wir unseren Wohnsitz hätten wechseln müssen.
Und das ist ja das Wesentliche, dass wir hier bleiben können, wenn es auch etwas weniger im Verdienst ist als früher, aber wir sind zufrieden. Ein Teil der Männer hat im nahegelegenen Hannover Beschäftigung gefunden und fährt nun als Pendler zur neuen Arbeitsstätte. Mancher ist auch zu seinem erlernten Beruf zurückgekehrt, wie dieser ehemalige Barsinghäuser Bergmann. Ich war 10 Jahre im Bergbau Barsinghausen beschäftigt und nachdem sie das Bergwerk geschlossen haben, bin ich als Maschinenschlosser in Hannover in Arbeit gegangen. Andere Bergleute wurden nach Lüdersfeld in Schaumburg-Lippe umgesiedelt. Die Vorräte dieses erst jetzt erschlossenen Kohlenlagers sind reich, die Abbaubedingungen günstig. Hier auf der neuen Schachtanlage trafen wir einen früheren Deister Bergmann. Ich war 27 Jahre in Barsinghausen beschäftigt und bin nach der Stilllegung hier nach Lüdersfeld übersiedelt worden. Und ich bin heute froh, dass ich in meinem Beruf bleiben konnte als Bergmann. Auch der Kali-Bergbau in Niedersachsen nahm im Untertagebetrieb erfahrene Hauer aus Barsinghausen auf. Die Männer brechen nun statt schwarzer Kohle weißes Salz. Schwer ist auch diese bergmännische Tätigkeit, aber auch hier scheinen die Probleme des Einzelnen gelöst. Der Gemeindedirektor dagegen hat Sorgen. Die Schließung des vor etwa 100 Jahren hier aufgenommenen und in der Spitzenzeit mehr als 2200 Bergleute beschäftigten Bergbaubetriebes ist nicht spurlos an uns vorübergegangen. Man hat bei der Schließung sein Hauptaugenmerk wohl der sozialpolitischen Frage, das heißt der Wiederbeschäftigung der entlassenen Bergleute, zugewandt. Es sind hierfür meines Wissens über 6 Millionen D-Mark aufgewandt worden. Die aber aus der Schließung eines solchen Betriebes resultierende äußerst schwierige Situation der Gemeinde Barsinghausen in der Erfüllung ihrer sehr umfangreichen kommunalpolitischen Aufgaben ist bedauerlicherweise unberücksichtigt geblieben. Es wäre meines Erachtens richtiger gewesen, der Gemeinde für den nicht unerheblichen Gewerbe- und Lohnsumsteuerausfall aus dem gleichen Topf einen Betrag von 2 Millionen D-Mark zur Verfügung zu stellen. Für die Wiederbeschäftigung der Bergleute ist eine bedeutende Ersatzindustrie im Raum von Barsinghausen, einem kleinen Ort von 800 Einwohnern, aufgebaut worden. Es ist dies mehr als ein Schildbürgerstreich, dass diese kleine Gemeinde nunmehr den eigentlichen Vorteil als Betriebsgemeinde eines großen namhaften Werks genießt, sei ihr jedoch gegönnt, und die ehemalige Großbetriebsgemeinde zu einer Wohngemeinde mit einem verhältnismäßig geringen Steueraufkommen, aber hohen öffentlichen Aufgabenlasten gestempelt worden ist. Der Gewerbesteuerausfall von 70 D-Mark für den Beschäftigten kann keineswegs als ein wirklicher Ausgleich angesehen werden. Aber wenn wir heute die großen sozialpolitischen Probleme dieser Stilllegung als gelöst betrachten können, dank dem finanziellen Beistand des Vorstandes, der tatkräftigen Hilfe aller Ämter und Behörden und dem Rest und rastlosen Einsatz des mit der Durchführung beauftragten Arbeitskreises, so wollen wir dabei nicht die besonnene und ruhige Haltung unsere Belegschaft, ihr Verantwortungsbewusstsein und ihre Entschlusskraft zum Aufbau einer neuen Lebensexistenz vergessen.